Moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 10. Spieltag. Endstand zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg 2:1. Bei mir begrüße ich wie gewohnt die beiden Cheftrainer und das erste Wort gebührt natürlich dem Gast Christian Titz. Ja, war ein Spiel, was wir so ein paar Minuten gebraucht haben, bis wir drin waren. Und dann ist das Spiel geworden, was wir erwartet haben, was wir leider in der ersten Halbzeit nicht so gestaltet haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir gehen dann in Rückstand nach einem völlig unnötigen, weiß gar nicht, ob es Fehlpass oder stehen bleiben. Also es war eigentlich aus nichts passiert. Und dann kommt auch noch mit dazu, dass der Ball völlig ungefährlich gewesen wäre, aber noch abgefälscht wird und geht rein. Dann liegen wir hier hinten. Dann kam ein bisschen ins Spiel, aber dann muss man sagen, wir hatten zwar selbst auch zwei Einschussmöglichkeiten, aber Hannover hatte wirklich hier richtig gute Kontermöglichkeiten, wo sie ihrerseits Torchancen hatten. Gingen in die Halbzeit, haben umgestellt, haben hinten auf Viererkette gestellt und vorne 2 Sechser hin, damit haben wir das Zentrum geschlossen. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr zugelassen, haben unsererseits dann 2, 3 Möglichkeiten rausgespielt, machen dann auch das 1-1, was dann auch völlig in Ordnung war und kriegen halt 2 Minuten später, finde ich, die spielentscheidende Situation im Spiel. Das Tor gegen uns zum 2-1 und gehen dann hier heute als Verlierer runter. Ich muss allerdings sagen, ich fand, dass es kein Freistoß war. Weil also für mich ein normaler Zweikampf, der Stürmer gibt im Arm einen Satz rein, der Verteidiger ist mit drin. Und über die Handregel können wir diskutieren und streiten. Ich glaube, heute sind ein paar Entscheidungen so ein Stück weit maximal unglücklich gegen uns gelaufen. Ich habe dazu meine Meinung schon seit längerem, dass das für mich keine Elfmeter sind, wenn ein Spieler hochspringt und geht weg in eine normale Bewegung. Wenn es der Schiedsrichter dann pfeift, dann legen wir sie aber gleich aus die Regel. Bei Derek Höhn dann in der Minute 73 auch, ist auch der Ball an Arm. Und in der Minute 47 ist es übrigens klar, faul an Lukas Schuler. Es ist auch kein Eckball, weil unser Spieler den Ball mit dem Fuß spielt, dann kann es kein Eckball sein, aber der Gegner ihn niederdrückt, nach unten berührt und dann weiß ich, dass solche Spielentscheidungen entscheidend sein können für den Verlauf. Nichtsdestotrotz muss ich allerdings auch sagen, und mir hat speziell in der ersten Halbzeit in der Umschaltbewegung diese schnelle Umschalt mit Sprinten, da war uns schon Hannover überlegen. Da hatten wir auch gebraucht, in die Zweikämpfe reinzukommen. Zweite Halbzeit war es dann allerdings so, dass wir dann schon mehr davon hatten und das auch besser gestalten konnten. Trotzdem, ich möchte Hannover gratulieren zum Heimsieg und Ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Danke, Christian. Christian, vielen Dank. Stefan, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, ich finde, Christian hat schon sehr gut zusammengefasst. Ich möchte aber vorneweg nochmal sagen, dass wir echt ein richtig gutes Zweitligaspiel gesehen haben. Zwei Mannschaften, die hier viel geboten haben, viel Tempo. Technisch fand ich auch auf einem richtig guten Niveau. Speziell für meine Mannschaft, die erste Hälfte war richtig gut. Ich glaube, dass wir das Spiel auch so gestalten können, dass wir mehr Ruhe ins Spiel, speziell in die zweite Hälfte, bekommen, wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, wenn wir mehr Präzision nochmal an den Tag legen, dann glaube ich schon, dass wir einiges liegen haben lassen in der ersten Hälfte. Zur zweiten Hälfte, so wie es Christian auch sagt, weniger Zugriff für uns, Übergewicht von Magdeburg. Sie mussten natürlich auch den Rückstand ausgleichen, völlig zu Recht dann auch ein absolutes Traumtor zum Ausgleich. Und trotzdem ist meine Mannschaft stabil und versucht gleich wieder in die Spur zu kommen und versucht das Ganze abzuschütteln. Das ist etwas, was wir uns jetzt auch über die Wochen hinweg erarbeitet haben und kommen dann in die Situation, in der wir den Elfmeter bekommen und Sedi das Tor macht und waren dann schon nur 1, 2 so Halbmöglichkeiten, wo du vielleicht noch die Entscheidung vielleicht früher gestalten konntest. Aber insgesamt denke ich, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war und wir trotzdem nicht ganz unverdient gewonnen haben. Christian, dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Stefan, auch dir vielen Dank fürs Erste. Dann ist jetzt Zeit für Ihre und eure Fragen. Ein Handzeichen gerne und der Kollege Dirk eilt mit dem Mikrofon herbei. Wer macht den Anfang? Kevin Schwank von der Bild. Stefan, wie sehr freust du dich, dass Enzo heute sein erstes Tor oder seinen ersten Treffer gemacht hat? Und vielleicht auch einen Satz zu Teuchert, der ist eiskalt vor 11 Metern, oder? Ja, für das ist er Schütze Nummer 1.
ist das sehr, sehr verlässlich, macht er natürlich auch gut. Enzo, finde ich, hat über die gesamte Partie ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat sich auch belohnt mit einem Tor. Ich finde, mindestens die Hälfte davon gehört Yannick Dehm in dem Pressing-Moment, der die Balleroberung hat. Und ja, trotzdem, ihr wisst es auch, ich will nicht immer über einzelne Spieler sprechen, sondern insgesamt über die Jungs, über meinen kompletten Kader, auch über die Jungs, die dann reingekommen sind. Und ja, ich glaube, man hat heute auch gespürt, dass eine Einheit auf dem Platz ist und dass wir füreinander da sind, dass wir Phasen überstehen können. Und das freut uns natürlich sehr. Ganz hinten in der letzten Reihe gibt es eine Frage. Gerne einmal Name und Medium und dann kann es losgehen. Guten Abend zusammen. Patrick Nowak, Magdeburger Volksstimme. Hallo Herr Tietz. Sie mussten Cristiano Piccini in der Halbzeit auswechseln. Er hat sich, glaube ich, auch an den Oberschenkel gefasst. Können Sie schon etwas sagen, was er hat? Kann ich nicht. Kann es sagen, dass er ihn in den hinteren Oberschenkel reingezogen hat. Also wird mit großer Wahrscheinlichkeit was Muskuläres sein. Dann eine Anschlussfrage. Sie haben die Szene mit Lukas Schuler schon angesprochen. Das war dann der Schubser gegen Neumann, glaube ich. Ist das richtig im Strafraum? Wo er hat ihn nicht geschubst, Lukas Schuler. Dass Lukas Schuler geschubst wurde. Es gab einen Ruck Richtung Schuler und der fiel dann. Und dann er hat den Ball am Fuß. Und der, gucken Sie mal, ob er unten trifft. Und da erwarte ich, dass man sich einschaltet. Und wir haben in der 47. Minute in der zweiten Halbzeit gleiche Aktion bei Herbert. Bocon dafür Geld bekommen und Freistoß gepfiffen. Und das war noch außer, aber es gibt keine zwei Auslegungen dafür, es gibt eine. Und wenn ich in der Box drin bin, und Lukas Schuler passiert es hier regelmäßig in Spieltagen, dass der Gegner ihn stößt, reißt oder berührt und dann kriegt das nicht. Und da, ich will gar keine Schelte von mir geben, weil ich weiß, dass Spielsituationen sehr schwer zu entscheiden sind. Aber dann gucken wir uns das an, wir haben die Bilder. Können wir reinschauen und danach können wir ja die Entscheidung treffen. Und wenn Sie die Bilder sich danach angesehen haben, war die Entscheidung klar. Weil Eckball kann es keiner sein, weil er den Ball spielt. Aber ich will das noch mal sagen. Ja. Wir haben ein Spiel gehabt, wo wir trotzdem im Spiel drin sind und wir die Möglichkeiten gehabt hätten, Dinge anders zu verteidigen und unsererseits auch anders zu gestalten. Kevin Schwank von der Bild. Stefan, ihr steht in der Tabelle sehr gut da, mindestens für eine Nacht jetzt auf Platz 2. Ist das auch schon mal ein Ausrufezeichen Richtung Schalke? Es ist kein Ausrufezeichen, es ist einfach eine Bestätigung für die Leistung der Mannschaft. Wir haben diese 18 Punkte, die wurden uns nicht geschenkt, die haben wir uns verdient. Nach wie vor empfinde ich es so, dass der ein oder andere Punkt fehlt. Ja? Und trotzdem ist es aktuell eine schöne. Ja, schöner Blick auf die Tabelle, das genießen wir auch, aber nur bis Montag und dann geht's in Vorbereitung auf Schalke. Kevin Schwank nochmal. Dann stelle ich jetzt noch mal eine Nachfrage. Es gibt so ein paar Gerüchte, in Anführungsstrichen, Martin Kind war gerade in der Kabine, soll da gesprochen haben, stimmt das und wenn ja, was hat er gesagt? Ja, Martin Kind ist an jedem Spieltag bei uns in der Kabine. Und er hat der Mannschaft gratuliert zum Sieg. Oder hättest du irgendwas anderes erwartet? Nö, okay, gut. Okay. Na ja, gut. Ich glaube, dass sich jeder über den Sieg heute freut und speziell Martin Kind. Und deswegen war er da und hat das meinen Jungs auch so mitgeteilt und mir ebenfalls. Und da freuen wir uns natürlich, wenn er dann in der Kabine ist. Und damit ist dann noch alles beantwortet. Wir bedanken uns für das Interesse, wünschen unseren Gästen eine gute und sichere Heimfahrt und uns allen sowieso hier im Raum ein schönes Wochenende.